Servusle, meine Lieben, willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde No Man's Sky mit Voucher und mit Gag, Alterle. Ihr seht schon an der Farbe, ich habe gewechselt. Wir sind wieder auf Musterhausen, Leute, auf unserem Musterplaneten. Ich habe mir überlegt, die Technologiemodule, die können wir auf dem Giftplaneten farmen. Das müssen wir jetzt nicht gleich machen. Ich habe einfach so tierisch Bock im Bauch, ein bisschen weiterzubauen, ein bisschen weiterzubasteln. Das machen wir jetzt auch. Aber wir kümmern uns jetzt hier gerade mal um die Mission. Und zwar durchs Ausloggen ist auch der Basiscomputer wieder soweit. Da müssten wir normalerweise weiterkommen. Basis als aktuelle Besitz registrieren. Nee, warte mal, ich muss, glaube ich, die Quest erst auswählen. Wir machen das jetzt. Wir geben jetzt den Techniker ab, den Basiscomputer, und dann gehen wir bauen. Ich habe die Sterndorn natürlich eingesammelt. Ihr seht, hier haben wir einiges. Würde ich sagen, die bringen wir heute an. Dann möchte ich ein bisschen mit den Farben rumspielen und ein bisschen weiterbauen auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein Thema mitgebracht. Ich würde sagen, wir machen mal eins nach dem anderen. Erst die Geschichte, dann erzähle ich euch ein Thema, wo ihr mitmachen könnt, wenn ihr Bock habt. Also alle, die hier gerne dabei sind, zuschauen und die das Spiel auch spielen, die können da jetzt gleich mitmachen. Pass mal auf. Archiv für Benutzer, Iteration verloren. Jetzt sah jetzt kurz aus, als wäre es ein Spielfehler. Wir folgen den Koordinaten, selbstverständlich. Haben wir schon wieder Koordinaten bekommen? Der Basiscomputer, also der schickt uns jetzt schon wieder los, Leute. Das machen wir jetzt dann aber zu einem späteren Zeitpunkt, würde ich sagen. Für heute ist es gut. Der Gag-Alterle hat echt einiges jetzt um die Ohren momentan durch die Basis. Ich will ja auch den zweiten Strang aufbauen, den wir dann rot färben wollen. Ich will das ja unbedingt sehen, wie das aussieht, ne? So, Leute, pass auf. Wir müssen zum Fahrzeugtechniker. Den nehme ich jetzt schon mal hier nochmal rein. Dann zeigt es mir das auch korrekt an. Genau, was habe ich für ein Thema dabei? Pass mal auf. Ich habe ja in... oh. Kurzer Moment. Wir müssen uns geschwind wehren. Eigenes Kraftfeld. Streublaster. So, Typ. Es tut mir ja immer leid. Es tut mir ja immer leid. Aber ich könnte den eigentlich auch abbauen, ne? Ich wollte gerade von meinem Thema erzählen. Den kann ich nicht abbauen. Tut mir leid. Er hat sich eingemischt. Er war erster. Er hat angefangen. Wie immer halt, ne? Unser Gag war nie das Problem. So, Leute, ich stelle mich mal hier hin, dass ihr mal einigermaßen in Sicherheit. Genau. Also ich habe ja bei Ark und Green Hell so eine kleine Community-Galerie auf der Homepage. Ja, mit ein paar Bildern. Ich möchte das bei No Man's Sky auch machen, aber da möchte ich was Besonderes draus machen. Das ist ja unsere kleine No Man's Sky-Ecke hier. Und wenn ihr Bock habt, macht ihr mit, Leute. Und zwar gibt es jetzt in der Videobeschreibung einen Upload-Link. Da drückt ihr einfach drauf. Da könnt ihr nach den Vorgaben, die ich da hingeschrieben habe, euer Bild hochladen. Und wir machen das thematisch. Ich werde jetzt so alle ein, zwei Wochen das Thema wechseln, dass wir eine schöne, bunte, Community-eigene Galerie hinbekommen, ja. Und zwar würde ich als erstes Thema gerne das Thema nehmen, euer Lieblingsschiff, ja. Da macht ihr einen Screenshot. Am liebsten wäre es mir natürlich mit dem Fotomodus, dass ihr da schön das User-Interface hier ausblendet. Wie gesagt, ich lasse euch aber freie Hand. Das ist nur das, was ich mir so vorstelle. Und dann irgendwie, dass mal, das, was weiß ich, dass ihr euer Schiff praktisch knipst, wenn es im Anflug ist irgendwie. Oder wenn euer Männle daneben steht, ganz stolz präsentiert. Einfach ein Bild von eurem Lieblingsschiff oder von eurem aktuellen Schiff. Vielleicht geht es euch auch wie mir. Ich habe ja nur eins. Und dann machen wir jetzt mal die Sammlung Schiffe. Später werden wir dann noch andere Themen rannehmen, wie zum Beispiel meine Basis oder meine Unterwasserbasis. Und dann mische ich das schön und dann haben wir eine wunderschöne Community-eigene No Man's Sky Galerie. Wer Bock hat, folgender Ablauf wäre halt aus meiner Sicht praktisch. Ihr geht einfach auf diese Seite drauf. Der Link ist in der Kanalbeschreibung und da könnt ihr das uploaden. Formatvorgaben und so findet ihr dann dort. Und alles, was halt abweicht von diesen Vorgaben, Leute, muss ich dann manuell bearbeiten. Das heißt, die brauchen länger die Bilder. Wer das hochlädt nach den Formatvorgaben, dementsprechend werde ich das Bild halt schneller einfügen können, weil viel automatisiert ist dadurch. Das wollte ich noch dazu sagen. Also, überlegt euch mal, ob ihr mitmacht. Ich werde noch ein, zweimal ein bisschen was drüber verlieren in den nächsten Folgen. Und dann schauen wir mal, ob wir da nicht eine schöne Sammlung zusammenbekommen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Könnt ihr auch da eure Meinung dazu sagen, ob ihr es gut findet oder schlecht findet oder wie auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall über ein paar Screenshots freuen für die Galerie. Ich werde natürlich den Alterle auch präparieren und auch ein Bild vom Gag-Alterle rein. Mit der alten, natürlich mit meiner alten Säule, ne? So, jetzt habe ich genug gelabert, Leute. Ich wollte eigentlich zum Fahrzeugtechniker. Ich bin gespannt, ob wir aus dem Thema was machen können. Und dann hänge ich die, sobald die ersten Bilder eintrudeln, auch auf der Homepage an. Also da kann man sie dann auch einsehen. Da könnt ihr auch mal gucken, was andere für ein Schiff haben. Wir sind ja doch so ein bisschen verschmolzen hier. Der eine kennt den anderen und weiß, was der so schreibt. Ich finde es toll. Ich finde die Idee gut. Jetzt schauen wir mal, was draus wird, ja? So, meine Lieben, passt auf. Den wollten wir noch kurz ansprechen. Da war nämlich was. Reisender, meine Arbeit ist getan. Das haben wir das letzte Mal schon gelesen. Und der will... Wenn ich schnell genug, bla bla. Der Techniker hat seine heilige Bestimmung erfüllt. Dazu getrieben, seine eigene Persönlichkeit für das Streben nach diesem Tag, nach genau diesem Moment aufzugeben. Ich weiß nicht, ob sein Opfer vergeblich gewesen sein wird. So, jetzt zeigen wir mal eben. Zum Ansehen der Missionsziele P drücken. Kennen wir. Kehre zum Techniker zurück. Schon wieder? Stelle die Taschenlampe. Ja, ist gut. Alter, was will der Techniker? Was hat der? Ah, den Monolithen erreichen. Sollte der Zeit von... Machen wir einfach, Leute.
Wir müssen einen Monolithen erreichen. Ich guck mal eben, 35 Minuten haben wir Zeit. Das reicht ja auf jeden Fall. Ich will nur gucken, wo ich hin muss. Ich würde sagen, wir fliegen da kurz hin. Weil ich möchte tatsächlich jetzt eigentlich am liebsten bauen, aber diese Missionen sind mir auch wichtig, damit ich irgendwann, wenn wieder Updates kommen, halt die Sachen erledigt habe, auch mal die alten. Weißt du, jetzt haben wir schon wieder dieses Abyss-Update und mir fehlt natürlich wieder unheimlich viel, ne? Wenn ich jetzt da nicht dranbleibe. Deswegen müssen wir da ein bisschen alles von der Basis weg. Guck mal, da hinten ist das Zeichen, Alter. Willst du da kurz hinsausen? Wo ist da geschwind hinsausen? Jetzt war ich wieder so aufgeregt, ich weiß schon. Ich habe schon wieder ziemlich viel gelabert und schnell. Weil mit der Galerie, Leute, das muss so geil aussehen, wenn wir da später durchseppen. Und ich schreibe natürlich auch einen kleinen Satz dazu, von wem das Bild ist. Also ihr werdet da unter dem Foto auch was sehen. Ist momentan noch im Beta. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Ansicht auf dem mobilen Endgerät. Weil, nicht dieser Planet. Weil, da muss man die Bilder von Hand groß zoomen und ich hätte die gerne schon ein bisschen anders angezeigt, aber das sind Einstellungssachen, die probiere ich dann mit der Zeit, kommt es schon. Auf dem Computer sieht es auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Könnt ihr mal reingucken bei Argo oder so, ne? Wie das dann aussieht später. Dann wisst ihr auch, was euch erwartet. So, meine Lieben, den Monolith, den hauen wir jetzt geschwind noch weg. Das erledigen wir. Gek, gib Gas. Gek, gib Gas. GGG. Alles klar, da hinten war ich auch noch nicht wirklich oft. Vielleicht machen wir da auch ein paar Module. Ich habe halt jetzt die Taschen voll. Den Sternen will ich anbringen. Einmal ernten möchte ich gerne im Garten. Dass wir wirklich die Gewächshäuser voll kriegen. Und ihr erinnert euch, ich habe den Farmer abgebaut auf Musterhausen. Der soll eine kleine Hütte bekommen im Style vom linken Arm. Da, wo wir so gelb gefärbt haben gestern. So habe ich mir das vorgestellt. Damit es dazu passt und dann kann der da residieren, weißt du? Soll ich abbrechen oder soll ich erstmal noch ein Stück ran? Ich würde sagen, ich breche mal ab, bevor wir in die Atmosphäre da irgendwie eintriften und versuche nochmal hier mein Glück. Der lässt sich mit E irgendwie nicht bedienen. Zieh dich mal jetzt an den Monolith ran. Wir bekommen doch bestimmt über den Techniker das U-Boot, weißt du? Können wir alles parallel schön mitmachen. Ich will ja das Abyss nicht hinten dranhängen. Das soll ruhig alles parallel mitlaufen. Dann haben wir auch ein bisschen Abwechslung und wunderschöne Folgen, Leute. Das macht halt sau Spaß, ne? So, meine Lieben, Anflug auf den Monolith in 14. Dieses Mal bremse ich rechtzeitig. Gestern ist er mir ja auf die Erde da drauf geknallt, ne? Herrliche Geschichte. Sterndorn habe ich einiges gesammelt. Zwar nicht ultra viel, aber ich habe zwei Dinge abgeerntet auf jeden Fall, ne? Da kriegen wir den Kasten ein bisschen wieder gefüllt. So, ich würde sagen, ich nehme mal Speed raus. Und zwar ziemlich gut. Monolith. Lalalala. Schalalalala. Es ist schön dunkel gerade. Also ich weiß, es ist manchmal im Hellen einfach schöner, alles anzusehen. Aber die Atmosphäre ist auch besser geworden, finde ich. Also so rein vom Gefühl, es wirkt halt alles viel atmosphärischer gerade. So, komm, wir machen mal einen Scan. Wenn ein Technologiemodul um die Ecke liegt, schnapp ich es mir natürlich. Pass e mul uf. Jo, siehst du, das habe ich nämlich gemeint, Leute. Das holen wir uns gleich. Ich mache nur mal die Monolith-Geschichte geschwind. Natürlich gucke ich, waren wir hier an dem schon mal? Guck mal. Ah doch, nee, Wissensstein. Siehst du, da muss ein bisschen Korvax für bevorstehend. Habe ich den jetzt nur übersehen gerade? Nee, da ist nichts. Ein Wort für die Korvax gelernt. Lebenserhaltungssysteme. Erwacht haben wir gelernt, Leute. Ich gebe uns gerade mal ein bisschen Sauerstoff rein. So, damit unser Geckle hier nicht irgendwie von dannen schreitet bin. Das ist gar keiner. Oh, da lässt hinter nicht so viele da, oder was? Habe ich den? Den habe ich. Den habe ich. Und der da war nicht, ne? Leute, der wollte nicht. Doch, Wissensstein. Technologie haben wir gelernt. So. Dann würde ich sagen, Säulen von Hieros. Gib alles, Säule. Ich nähere mich dem Monolithen. Seine schrecklichen Wahrheiten umhüllt mich. Ich sehe seine Worte in den Texten tausender verschiedener Sprachen. In den Ephemera, unzähliger Sterne. Ephemera. Das Wort habe ich noch nie gelesen, Leute, geschweige denn es ausgesprochen. Wie würde ich das auf Bade sprechen? Ephemera. Ephme. Ich kann es euch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, das Wort gibt es. Ich google es gleich danach, ne? Genau. Ich nähere mich dem Monolithen. Tausende verschiedene Sprachen. Unterwerfen, bezeuge es. Ich sehe, Wort in tausend verschiedener Sprachen. In den Fällen unzählige Sterne, unzählige Sprachen. Das muss was ganz, ganz Wichtiges sein. Was Großes. Ich kann es nicht bezeugen. Ich werde unterwerfen. Drücken. So, die Stimme von Nahl. Wisse, dass ich das Wort des Atlas vernommen habe, während Hirk überhaupt nichts hörte. Ich werde Zeuge von Ereignissen, die sich Jahrtausende vor meinem Erwachen abgespielt haben. Ich erblicke zwei Wikien vor einem roten Leuchten, die es nach dem Universum befragen. Unterwerfen, bezeugen.
ich bezeug's jetzt, weil ich's ja jetzt gerade gesehen habe offensichtlich. In seiner Rage, in seinem nachtlosen Neid stürzte er mich vom Berg und ich sah die Wahrheit dessen, was mir der Monolith preisgab, dass mein Ende ein Erwachen sein würde, das in diesem Traum nichts vergehen sollte. Okay, ich sehe einen Gek und einen Korvax, die Seite an Seite vor mir warten. Und bevor die Vision endet, sehe ich noch etwas, das ich bisher noch nie gesehen habe. Etwas, das weder hier noch irgendwo anders hingehört. Etwas aus Hass, Trauer, Verzweiflung. Etwas, das noch bevorsteht. Ich unterwerfe mich. Ich habe keine Ahnung, ob das alles hier passt. Stimme von Aal. So, die Stimme von Aal sagt, jedenfalls bis zur Ankunft des letzten Reisenden. So sollte es bis zur Zerstörung der Realitäten sein. Dies ist das letzte Testament von Aal. Ich sehe das Ende der Zeit, das Ende von allem. Und in diesem, was, Karmesinroten, Entschuldigung, bei manchen Worten hier geht ein bisschen aus, ne? Ich sehe das Ende der Zeit und das Ende von allem. Und in diesem Karmesinroten Licht steht eine Gestalt, die ihre Hand vor der Unendlichkeit ausstreckt. Ich sehe all das und dann ist es vorüber. Der Monolith hat mir nichts mehr zu zeigen. Ich gehe. Ich gehe durch meine Erfahrung erschüttert. Während ich gehe, spüre ich etwas direkt hinter mir. Atmend beobachtend. Als ich mich umdrehe, ist es weg. Alterle, mach mir noch eine Gänsehaut hier, Spiel. Kehre zum Techniker zurück. Okay. Okay. Natürlich machen wir einen ganz kleinen Mini-Ausflug. Hallöle, Bobele. Hallo, Höhle. Müssen wir demnächst mal echt so eine Stelle finden? Oder wir suchen an unserem Giftplanet mal danach, ob es da eine, was weiß ich, ob wir einen größeren See haben oder so, dass wir mal die Unterwasserwelt so ein bisschen uns reinziehen. Moment mal. Wir müssen ja nicht ungescannt hier durch die Landen streifen. Ah, ich will auf jeden Fall den Farmer heute auf den Platz bringen. Das sollte man schon gucken, dass wir das hinkriegen. Lumlilum, lumlilum, der Alterle streift hier herum. Lumlilum. Puh, ist das weit weg gewesen, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ha! Typ! Jetzt mache ich dich einfach nur kaputt, weil ich Angst gekriegt habe gerade. Oh, den können wir aber erstmal scannen. Der bringt nämlich mindestens 10, 20 Mille. Mindestens 10, 20 Mille. 41 Mille hat er gebracht. Und tschüss. Moment mal. Ich war's nicht, ich schwör's. Unser Gag kommt da hier jedes Mal davon momentan. Echt coole Geschichte. Haben wir alles gescannt soweit? Ich meine, wenn wir schon hier rumlatschen. Lupdi, mupdi, schwubidiwub, Tarenga und Katzenga. So, Leute. Genau. Habe ich dich schon gescannt? Habe ich dich schon gescannt, du Stickert? Eigentlich ist der Planet auch schön, ne? Wenn man sich's mal so anguckt, Leute. Trist und doch irgendwie wunderschön. So, Ziel erreicht. Wir botzen die Erde weg. Wir bollern die Erde weg. Komm schon, vier Stück. Vier Stück. Zwei, drei und drei Stück. Er macht es absichtlich in letzter Zeit. Ich scanne. Ich scanne, weil wir es können. Wie weit ist der weg? Nochmal 239. Den holen wir uns noch, Leute. Und dann gehen wir aber zurück, weil ich möchte tatsächlich noch ein bisschen was machen heute. Ich muss mal gucken, wie wir die kleine Gartenlaube bauen, die unser Farmer bekommt. Der soll ja da an dem einen Strang einfach sein Hütle haben, sein Arbeitsplätzle, sich wohlfühlen, seine ekligen Suppen kochen, die er immer branscht. Boah, ist das eine geile Steinstruktur, oder? Die würde ich mir gerne als Deko nehmen. Das wäre eine coole Geschichte. So, ich muss aber, ich freue mich total gleich, wenn wir da ankommen, Leute. Auf unserem Giftplanet, weil ich es echt schon immer in Erinnerung habe. Frum die Mumm. Jetzt machen wir folgenden Deal. Ich scanne noch einmal, wenn wir ein Technologiemodul finden, das näher ist als 230. 4! Yay! Metallische Elemente. Na, das ist schon klar, du brauchst uns nicht möten. Also, pass auf. Technologiemodule unter 230 Meter nehme ich es mit. Da hinten ist gerade was rohgegangen, das haben wir schon gescannt. Wow, ich habe euch gar nicht gesehen. Den können wir, den haben wir. Keine weiteren Technologiemodule, die wir im näheren Umkreis haben. Den habe ich noch nicht gescannt hier. Der bringt richtig Fettkohle. Boom! Schakalaka. Alles klar, meine Lieben, dann können wir jetzt wieder abrutschen. Ich hole unser Schiffel. Ich hole unser Schiffchen hierher. Das freut mich so sehr, das freut mich so sehr. Strahlende Säule. Sie tut alles andere als strahlen, aber ich liebe diesen alten Schrottkübel. Ist halt unser Schiffle, Leute. Okay, wir verlassen den heißen Planeten. Oh, Startschubdüsen sind schon mal wieder am Ende. Aber seit ich mit Uran das mache, ich kaufe ja extra Uran dafür, haben wir immer irgendwie
die Möglichkeit, es aufzuladen. Was haben wir denn da hinten? Eine kleine Siedlung? Müssen wir jetzt gar zu der kleinen Siedlung? Vergrabenes Technologiemodul. Hier musst du hin, Alter, aber du musst eh aus der Atmo. Ja, schön. Eine halbe Folge, ganz gemütlich die Sachen erledigt. Die nächste Quest ist auch schon am Laufen hier, Leute. Was will man denn mehr? Und dann potten wir uns gleich. Na, da habe ich jetzt keine Lust. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt echt nicht. Wir kämpfen beim nächsten Mal, mein Freund. Bleibe im Raum. Bleibe im Raum. Dann wirst du erleben, wie der Gegalter dich irgendwann wegbollert. So, Digga, wo ist denn jetzt hier? Hier sind wir daheim. Stopp, wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch. Sehr schön. Sehr schön. Gut, mach mal langsam. Du weißt ja, dass das nicht geht. Habe ich die Möglichkeit, ein bisschen Tritium zu farmen, wenn wir schon mal eben hier sind? Oh, den Speicherpunkt haue ich jetzt raus, Leute. Den habe ich jetzt die ganze Zeit hier. Den brauchst du doch gar nicht. Silber. Aber Silber will ich aber auch eigentlich nicht. Sag mal, sieht man eigentlich nicht, was man abbaut gerade? Tritium, genau. Jetzt haben wir das drin, was ich brauche. Da oben fliegt noch der Typ. Weil das ist das nächste, was uns nämlich leer geht. Lumlilum, lumlilum. Daneben geschossen, Alter, ne? Du Könner. Fum! Kurzer Moment, wir sind ein bisschen überhitzt gewesen dort. Es ist natürlich fürs Farmen jetzt ein bisschen blöd hier. Macht jetzt auch nicht wirklich viel Sinn und auch keinen Spaß, weil ich bauen will, ne? Jetzt hänge ich hier rum und mach sowas, verstehst du? Back to the roots, zum ursprünglichen Gedanken. Den nehmen wir noch mit hier. Jawohl. Hat nicht wirklich viel gebracht. Wir zischen, Leute, wir zischen. Parenga. Also nochmal, ne? Wenn ihr mitmachen wollt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link für den Upload. Den Link findet ihr nicht auf der Homepage. Also ich habe das nicht für die Allgemeinheit oder Masse, sondern wirklich nur für uns. Eine schöne, gemütliche Galerie. Angucken kann sie natürlich jeder, der drauf geht. Aber wir laden hoch, ne? Und dann gucken wir mal. Ich bin halt immer gespannt, wer mitmacht und so. Ich denke aber, ein bisschen was kriegen wir zusammen. Erstes Thema, die nächsten ein bis höchstens zwei Wochen ist auf jeden Fall mein Schiff. Und da überlegt euch was, ob ihr es aus der Luft fotografiert. Man kann ja hier, ne, spontan könnte ich doch jetzt eigentlich auch, wenn ich jetzt so mache. So, zack, wäre der Screenshot und es sieht schon nicht mal schlecht aus, weißt du? Ihr wisst also, was ich meine, ne? Oder ihr stellt euren Charakter daneben, wie ihr es stolz präsentiert, mit Daumen hoch oder sowas. Müsst ihr mal gucken, finde ich total gut. Und dann mischen wir das schön, dann kommt später das Thema Basis, das Thema der geilste Planet, den ich fand oder so. Und dann haben wir eine bunte Galerie, weißt du, ich mische die dann random. Das wird gut. Ich liebe sowieso die Projekte, die wir gemeinsam machen immer. So, meine Lieben, pass auf. Wir sind gleich da. Was machen wir jetzt hier? Wir geben hier ab. Und dann flutzen wir direkt rüber und verbasteln ein paar Materialien. Gucken mal die Farben an, wie wir das letzte Mal gesetzt haben. Ich würde sagen, ich lande jetzt hier einfach. Stopp. Wieso war denn der Techniker da hinten angezeigt? Der sitzt doch vorne drin. Moment mal. So könnt ihr uns nicht kommen. Jetzt haben wir nochmal eine Quest bekommen. Jetzt haben wir nochmal eine Quest bekommen, wo wir praktisch für den Fahrzeugtechniker den Planet verlassen müssen. Ne? Wenn das jetzt einreißt, sind wir ständig unterwegs wieder. So, meine Freunde. Hier einmal rüber. Grüß dich, Diggerle. Wir haben schon wieder was fertig für dich. Ich beneide dich, Reisender, dass du die Worte von Nahl selbst sehen durftest. Gra. Oh, jetzt habe ich mir gerade beim Gra ein bisschen was im Hals verhängt. Entschuldigung. Mit dieser Entdeckung hast du die Handlungen tausender Mytherien gerechtfertigt, Reisender. Nicht Mytherien. Pass mal auf, ich lese das jetzt nochmal richtig. Mit dieser Entdeckung hast du die Handlungen tausender Märtyrer gerechtfertigt, Reisender. Wie es gleich halt einen ganz anderen Sinn ergibt. Du verdienst deine Belohnung. Du verdienst den Koloss. Das größte Exofahrzeug in meinem Arsenal. Nutze es und jage unseren Gegnern Furcht ein. Die Vykin glauben, dass ihre Vorfahr Hirk Weisheiten von einem großen Monolithen erhielt, einen Krieger gegen die Wächter begann, einen Krieg gegen die Wächter begann und den Verweigerer Nahl erschlug. Der Monolith, den ich entdeckt habe, beweist, dass diese Geschichte eine Lüge ist. Nahl wurde mit einer Vision geehrt, während Hirk nur Stille empfing und in seinem Neid Nahl ermordete. Kain und Abel, hier auf No Man's Sky, wenn man so will. Dennoch stellte sich mir immer noch die Frage, ich denke über die Kreatur nach, deren beobachtenden Blick ich gespürt habe. Ich bleibe mit Furcht zurück. Der Techniker bietet mir den Bauplan für den Koloss. Alter, ich bin so gespannt. Nehmen wir natürlich. Nehmen wir Techi. Jetzt haben wir alle drei Fahrzeuge, oder?
Vier Stück gibt es, glaube ich, habt ihr gesagt. Da muss ich also Platz für vier Stück einplanen. Der Techniker gibt mir den Bauplan, während er ihn mir überreicht, strahlen seine Augen voller Stolz und Traurigkeit. Parenga, Alter, ich habe das Fahrzeug schon mal auf dem Bild gesehen. Und wir könnten es bauen, wenn wir wollen. Dann machen wir demnächst mal eine Fahrzeugrunde. Zwei Stück stehen ja schon aus, ne? Ich habe Nals Testament an meine Brüder weitergeleitet, Reisender. Was du an diesem Tag erfahren hast, wird sich unter den Wikin verbreiten. Es wird unser Volk zum Besseren ändern. Und wenn du zur Abwechslung Gewalt. Was? Und wenn zur Abwechslung Gewalt notwendig sein sollte, dann sei es so. Ist klar. Du bist nämlich gar nicht so erbärmlich, wie ich einst dachte. Wie geil, oder? Du bist nicht länger ein Eindringling. Wuh! Alterle, krieg Gänsehaut, du bist einer von uns. Von jetzt an bis zum Ende der Zeit selbst thronend im Ruhme des Kolosses. Der Techniker wartet unruhig darauf, mein Koloss-Exo-Fahrzeug in seiner ganzen Pracht zu erblicken. Ich sehe ihm dabei zu, wie er von Bauplänen und Tabellen umringt damit beginnt, ein Upgrade für meinen Exo-Fahrzeug Minenleser herzustellen. Bau das, Alterle, immer beschäftigt bleiben. Geile Geschichte. Geile Geschichte. Jetzt machen wir aber hier mal einen Stopp rein, sonst wird das wahrscheinlich nichts mehr. Fernarchiv ist klar. Leute, wir gehen, wir porten uns weg. Ich. Guck mal, wie er sich hinter meinem Rücken gefreut hat. So, der Gag, Alterle. Endlich ist einer von uns. Ist das schön. Den reisenden Aufseher lasse ich heute mal weg, Leute. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Der ist mir immer so gemein. So, wir gehen zum Porter. Wir gehen zum Porter. Weil wir Bock drauf haben. Schalali und Schalalum. Es geht weiter in unserem Ländle. Geile Geschichte. Ich bin gespannt, Leute. So, pass mal auf. Pass mal auf. Was wollte ich denn als erstes machen? Eigentlich dem Farmer sein Hütle. Und die Sterndorn anbringen. Die beiden Dinge. Jetzt will ich aber als allererstes unser Land sehen. Unseren Giftplanet. Unsere neue Heimat. Vergrabenes Technologiemodul. Im Wasser. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr, meine Freunde. Aber wir können uns was freischalten. Cardius Kump. Außenposte. Suchen. Ich sollte dich zur Missionstafel hochfliegen mal. Vielleicht gibt es ja da die Quests für die U-Boot-Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wo ich die annehmen soll. Ich denke mal aber, das wird die Tage irgendwann mal in den Kommentaren stehen. Ne? Dann kann ich es nachlesen. Meine Lieben, seid ihr da? Ihr seid da. Die Folge läuft. Wir sind gleich zurück. Gifty Bifty. Ich lasse den Strang wirklich gelb. Dieses Backsteingelb, das gefällt mir total gut. Andere Seite Backsteinrot. Produktionsschienen. Da müssen wir nur die ganzen Dinger noch umfärben. Ne? Ich mache mal das auch geschwind. Ist ja gleich passiert. Ich muss ja nur durchklicken. Schauen wir mal eben. Wenn wir noch ankommen. Und wir kommen an, tatsächlich. Parenga. Und wir müssen halt... Ja gut, jetzt steht das Schiff da wieder drin. Ey, wo wir ankommen, heute ist dunkel, ne? Richtig, wir hatten ja die Säulen gesetzt. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, ob ich das so lassen will. Wir flitzen mal kurz hoch. Ich muss mir das mal anschauen. Ja, ja, das passt schon. Das passt schon. Und vor allem müssen wir ja die Arme. Dann wäre es aber eigentlich... Wir haben es ja ausgemessen, dass das praktisch die Kante hier wird. Dann müssten wir eigentlich theoretisch das hier schon den begehbaren Bereich machen hier. Lass mich mal ganz kurz gucken, ob ich da noch wirklich auf dem richtigen Damm bin. Reines Ferrit haben wir. Ich würde es allerdings... Wir hatten es Stein. Wir hatten es Stein. Und wir hatten es in diesem Gelb, ne? Raumschiff in Objekt. Ach, weil das Raumschiff da unten steht. Gut, ich werde es eh drei breit machen. Dann können wir es auf der anderen Seite geschwind anzwirbeln. Aber ich möchte ja die Basis eigentlich nicht in Steingelb machen. Pass mal auf, die müssen wir nochmal umfärben. Das habe ich jetzt schon wieder nicht bedacht. Und da möchte ich eigentlich schon... wir nehmen mal Bettung. Und ich hätte es gern dunkel. So. So, pass auf. Und dann müssten wir hier an die Kante kommen. Wie viel fehlt denn dann? Ja gut, ein bisschen kann sich's abtragen. Das passt schon. Das passt schon. Ja, ja, das passt schon. Da haben wir den einen Ausläufer. Das wird eine Dreierbreite. Und das wird dann da hinten auf dem Boden verankert. Parenga. Auf der Seite müssen wir aber andere Schienen setzen. Da wird es nämlich tatsächlich auch verrenkert. Und da hinten auch. Damit es wie so eine Spinne da drauf sitzt. Ich weiß nur nicht, Leute. Ich glaube, ich will es höher. Ich will es höher. Und ich muss ja vor allem mir auch noch einen Weg überlegen, wie wir da hochkommen dann. Ne? Ach so, wir fliegen ja oben an. Aber wie kommen wir dann runter? Entweder mit Leitern. Jetzt muss ich mal direkt gucken. Ich baue das nochmal ab. So, zwei Stück. Lass mich mal eben überlegen.
Tiefseekammer. Wir haben ja das Zeug schon, Leute. Das wusste ich gar nicht. Alles klar. Deswegen habe ich mich so gewundert. Letztes Mal dachte ich, die haben das Symbol hier geändert. Nee, nee. Das ist schon alles richtig. Tiefseekammer. Oh. Oh, da geht's ja schon rund, Alter. Was mir noch nicht ganz einleuchtet, ist... Nee, Raumrahmen war es nicht. Die normalen Leitern sind klar. Ich gehe mal eben hier rein. Die kann ich ja tatsächlich außen nicht setzen. Ne? Das heißt, ich muss mir entweder was einfallen lassen, wie ich dann da hochkomme. Oder wir nehmen eine Außenleiter einfach. Es geht ja nur darum, das sind ja die Tiefen. Das ist ja der Kern der Basis hier unten. Da kommt man mit dem Rover angeschossen, erledigt was. Aber man muss die Möglichkeit halt haben, hochzukommen, finde ich. Und da könnte es sein, dass ich mir erstmal die in den Fahrstuhl werde, eine Geschichte. Gibt es einen Fahrstuhl, Leute? Raumschiff in Objekt. Ja gut, aber hier kann ich es hinsetzen. Ich kann das tatsächlich machen, wenn ich das will. Dass man hier hochkommt. Die Frage ist natürlich, käme ich dann da auch rein? Jetzt bin ich mal am Überlegen. Jetzt pass mal auf, wir probieren mal eben was. Ionisiertes Kobalt. Ich will noch mal gucken, ob es geht. Das bauen wir so wieder ab, das bleibt so nicht. Ne, ionisiertes Kobalt kriegen wir normalerweise dann hier. Wir probieren mal unser Glück. Ionisiertes Kobalt. Wo habe ich dich hingestopft? Wo haben wir das hingestopft, Leute? Oh, guck mal. Das sind ja auch noch Sternknollen. Klasse. Und wie es schön ausgegraut hat gerade. Und hier. Wo liegt denn das jetzt? Objekt übertragen. 500. 500. Okay, nicht durcheinander kommen lassen. Einfach weitermachen, Voucher, schön gucken. Ich muss mich jetzt gerade selber mal anlabern hier, dass ich wieder... Hier, ionisiertes Kobalt, Leute. Hau ich hier rein, nochmal raus. Wenn ich mir jetzt hier so eine Geschichte hinbastel, komme ich dann da rein, wie ich das will? Komm, wir gucken uns das mal an, was passiert, wenn ich das jetzt benutze. Also er klettert hoch, das ist schon mal sehr vornehm und sehr cool. Jo, wie sanft. Kommst du da auch wieder? Kommst du da auch wieder? Rauskommen da nicht so wichtig. Das passt mal nicht so, ne? Müssen wir mal gucken, Leute. Vielleicht baue ich da noch ein Treppengeländer hin oder sowas. Vielleicht von außen, dass man über den einen Stück... Jetzt hat uns irgendwas erwischt. Aber was? Wahrscheinlich bin ich irgendwo eingeklemmt gewesen. Also, diese Lösung gefällt mir nicht, aber sie funktioniert auf jeden Fall, von unten nach oben. Ne? Das müssen wir uns halt in aller Ruhe noch angucken. Kann auch sein, dass es insgesamt dicker wird, weil wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich es schon gerne massiv basteln. Wie sieht denn das dann aber aus, wenn ich jetzt hier nochmal so ein Teil hinbaue, wo da unten die Ecke fehlt, ne? Das sieht bestimmt scheiße aus. Das sieht doch bestimmt bescheuert aus, weil das hier dann in der Luft hängt, oder? Naja, das können wir so nicht machen. Das können wir so nicht machen, dann bleibt es erstmal so. Also, meine Lieben, das Thema würde ich sagen, gehen wir demnächst mal an. Diese Krakenfüße, die ich mir vorstelle, die da außerhalb der Base dann aufstampfen, das müssen wir uns angucken. Möglicherweise ist das die Höhe oder ich setze es höher an. Brauchen wir auf jeden Fall wieder Material. Ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen den Faden verloren. Ich wollte den Sterndorn anbringen, ne? Und für den Sterndorn brauchen wir... Moment... Wo war der Sterndon? Wo war der Sterndon? Wir müssen hier rein, glaube ich, und dann hier rüber. Nee. Nee. Ey, auf die freue ich mich aber jetzt auch bald. Pass auf, hier müssen wir rein. Sterndon. Wo bist du nur hingegangen, mein Freund? Hier ist er, da kommt er. Paraffinum. Ah! Doch, Paraffinum, aber wir haben ja nicht mehr so viel. Du kannst wieder in den Lagercontainer und ich hole mir das Paraffinum, wenn ich dann noch welches habe. Direkt hier raus, Leute. Paraffinum. Dann bringen wir die kurz an, dann haben wir nämlich schon wieder was erreicht, ne? Paraffinum. Sieht jemand? Sieht Pyrit haben wir hier. Das brauchen wir für eine andere Pflanze. Phosphor hatten wir hier. Habe ich kein Paraffinum mehr? Ich muss nochmal hoch. Oder habe ich es hier drüben liegen? Reines Ferrit, Kobalt, feiner Staub, bla bla bla, Sauerstoff. Oh Leute, ich glaube, wir haben kein Paraffinum mehr. Da komme ich doch jetzt schon wieder mit meinem Blendle durcheinander. Mordit? Scheiße. Müssen wir Paraffinum besorgen. Das habe ich nicht mehr im Hinterkopf gehabt, sonst hätte ich es gleich mitgenommen.
Gut, dann können wir auch keine Pflanzen ansetzen heute. Das ist sehr, sehr schade. Jetzt sind aber auch zeitlich, sind wir jetzt tatsächlich auch schon wieder an dem Punkt, würde ich sagen. Wir machen uns jetzt noch die Rezepte frei. Ich laufe das aber nochmal kurz ab. Pass mal auf. Ich will nochmal die bunten Pflanzen sehen. Beim nächsten Mal bin ich wieder ein bisschen organisierter mit Materialien. Ja? Also jetzt haben wir ja einen Ausflug gehabt und so. Ich würde sagen, für die Folge morgen. Au, von innen sieht es dann so aus. Okay. Ja, finde ich aber nicht schlecht. Finde ich nicht schlecht, dass es von innen so gelbe Rämelen hat. Ei, das mag ich. Was ich ein bisschen ärgerlich finde, ist, dass ich hier kein Fenster rankriege. Da hätte ich halt schon Lust drauf gehabt, ne? Aber geht nicht. Geht halt einfach nicht. Ja, aber der macht's eckig. Das ist doch bescheuert. Das wollen wir nicht. Okay, da hinten ist natürlich auch noch viel zu wenig Licht. Die Pflanzen gefallen mir übrigens sehr gut. Also hier finde ich es ziemlich dunkel noch in den Gängen. Und das bleibt dann so gelb. Gelb ist gut. Das kann von mir aus dann auch abgedunkelt bleiben. Pass mal eben auf, dass wir mal einen Strang fertig haben. Ich würde sagen, Material war bestimmt Beton. Und eben das da, ne? Ja, das war's, Leute. Oh, jetzt hast du es gelöscht. Jetzt weiß ich bloß nicht mehr, was ich gerade gelöscht habe. Das war der einzelne Strang hier. Ich dachte gerade, das ist nicht die Farbe, die ich wollte. Da stimmt was nicht. So, guck mal rein. Wir haben praktisch das hier. Aber es war das Gläserne, so wie ich uns kenne. So ist es in Ordnung. So, und der müsste dann aber eigentlich auch gelb. Ja, das geht. Das wusste ich gar nicht. Oh, das kommt gut, Leute. Das wirkt richtig gut. Okay, jetzt wieder hier rüber. Den hier in gelb, den in gelb, den in gelb. Ne, die Pflanzen nicht. Das in gelb. Schön. Will ich mir gleich von außen nochmal angucken. Gehört auch dazu, ne? Färben wir zusammen. Warum denn nicht? Der hier ja auch in gelb. Das ist halt das Schöne, weil wir alles in gelb wollen. Ah, die Ding können wir doch aufbauen. Wir hatten doch ein Fundamentding schon fertig. Welcher war das, Leute? Ich glaube, müssen wir kurz drüben gucken. So, pass auf. Färbe ich das alles gelb? Die Fensterelemente, da kommen wahrscheinlich auch noch Fenster rein, so wie ich uns kenne. Dass es wirklich ideal ist. So, ich gehe mal raus. Welcher war denn das, den ich fertig zwirbeln konnte? Einen Raum hatten wir voll, die Kakteen, glaube ich, waren es, ne? Moment, ich gehe nochmal zurück. Das können wir uns vielleicht noch kurz angucken. Das müsste der links außen gewesen sein hier. Nee, Sterndorn. Leer, weil Sterndorn noch hinkommt. Paraffinum müssen wir absaugen. Ich merke mir das mal. Der äußere war das. Der hier. Den können wir fertig machen. Das machen wir mal eben. Oh, das sieht gut aus mit dem Gelb. Stell dir mal vor, und später sind wir auf der anderen Seite. Dann ist es rot gefärbt, ne? Dann haben wir schöne Abwechslung. Oh, das finde ich gut. Ich färbe das jetzt nachher vielleicht noch komplett um. Dann haben wir es beim nächsten Mal, weißt du? So, pass auf. Wir gehen kurz durch unseren Schnelltunnel. Hat es auch nicht zugeschüttet, ne? Ich habe das abgelotet ein paar Mal. Nach dem großen Abyss-Update ist hier alles noch so, wie es sein soll. Subi. Ja, guck mal, giftig. Geile Geschichte. Und den äußeren, den können wir jetzt mit dem Blindraum nach unten verstärken. Das war ja das Ziel. Ich hoffe, dass wir die Mats haben, natürlich. Das war hier nicht drin. Das war hier bei den Stelzen drin. Also wir können jetzt den Raum setzen. Wir können aber auch... Wie sieht denn sowas aus? Bisschen mager, gell, Leute? Bisschen mager wirkt es. Ne, ne, du musst das raus, das so machen. Dann musst du nochmal rein. Also ich kann zum Beispiel das Fundament setzen. Dann haben wir einfach vier. Oh doch, ich finde das... Nee, mir gefällt's nicht. Mir gefällt's einfach nicht. Ich nehme den Blindraum, Leute. Ich nehme den Blindraum. Wo war denn der aber? Hier drin war der. So, pass auf. Das gefällt mir halt viel besser. Und den können wir jetzt natürlich auch noch gelb machen. Wir färben den in Beton mit unserem wunderschönen Gelb. So. Dann passt es. Dann passt es. Jetzt pass mal auf, nur mal testweise. Könnte ich ja jetzt sagen, wir machen aber hier dafür ein Fundi rein, ein kleines. Ein Einser. Ah, das will er nicht. Das lässt er nicht mit sich machen hier. Ist okay. Und dann brauche ich wahrscheinlich aufs Vierer gar nicht hoffen. Und blindraummäßig brauchen wir auch nicht hoffen. Nur dann ist okay, dann bleibt es so. Der sieht aber aus, als wäre der nicht gelb gefärbt hier.
Doch, das Blau mischt da mit rein. Leute, mir gefällt es, ja. Sobald die Räume voll sind, knüpfen wir hier natürlich an. So, was ich jetzt halt nicht gemacht habe, ist die Hütte zum Bauen von dem Kollege. Ich will aber den Farmer mal kurz checken, ob ich den überhaupt da bauen kann, wie ich es will. Und dann machen wir aus. Ich sehe gerade, ich habe schon wieder die Zeit übertrieben. Okay, hier haben wir jede Menge Baustelle. Sehr, sehr schön. Machen wir beim nächsten Mal die Rezepte, ne? Moment, lass mich überlegen, was ich machen wollte. Genau. So, in diesen Cube-Räumen möchte ich ja tatsächlich unseren Spezialist unterbringen. Und ich glaube, da muss ich hier rein, ne? Und das wäre dann als nächstes der Landwirtschaftsterminal. Ah, hier könnte ich setzen. Guck mal. Ah ja, super. Dann bauen wir dem eine schöne kleine Glashütte. Außen, zwischen den Armen irgendwo. Dann hat er seinen eigenen Bereich. Das machen wir beim nächsten Mal, Leute. So, ich speichere jetzt ab. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Denkt dran, wenn ihr mitmachen wollt, auf den Link klicken, Bild hochladen. Und dann kann ich die Galerie die nächsten Tage schon mal uploaden, die Beta-Version. Und dann fangen wir an, uns eine No Man's Sky Community-Galerie auf die Homepage zu basteln. Eine richtig coole. Würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder zur alten Uhrzeit. Und kommt schön in Richtung Wochenende, meine Lieben. Es ist bald soweit. Bis dann.